Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, wieder mal zu einem React-to-Video. Heute reagiere ich mal, wie ihr vielleicht schon im Titel und vielleicht auch im Thumbnail schon ein bisschen gesehen habt, auf einen, nun ja, kann man wirklich so sagen, kleinen YouTuber, einen sehr kleinen YouTuber. Der hatte mal einen Kommentar in meine Kommentarsektion geschrieben. Das heißt, ja, man sieht, es bringt was, Eigenwerbung zu machen. Naja, es bringt nichts, Eigenwerbung zu machen. Ich mache deshalb dieses React-to-Video, weil ich mir seinen Kanal, also sein erstes Video schon mal so sekundenmäßig angeguckt habe und es, wie soll ich sagen, für ein React-to für geeignet halte. Und deshalb insofern hat sein Kommentar mich zu seinem Video gebracht und war deshalb, muss ich irgendwie zugeben, gut platziert. Ja, wollte ich vielleicht schon mal im Voraus sagen, Eigenwerbung, ja, ich weiß, ich bin auch selbst schon der König der Eigenwerbung. Aber was ich sagen will, ist, auf meinem Kanal möchte ich Eigenwerbung jetzt nicht wirklich sehen, in dem Sinne von dreister Eigenwerbung mit Link eingefügt. Jetzt hier mein Link. Solche dreiste Eigenwerbung möchte ich auf meinem Kanal eigentlich nicht. Wenn, macht ihr sie bitte kreativ und verpackt sie in ein gutes Kommentar und vielleicht sagt ihr etwas, was ihr im Video gesehen habt, was anderen nicht aufgefallen ist. Das kann auch gute Werbung sein, das macht euch auch sehr attraktiv als Werbepartner, als Werbe, als Eigenwerbungsmann, Dingens, ach, weiß ich. Ich leg mal los mit dem Video. Das Video ist Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga Part 1 vom werten The Luigi Fan. Erstmal ein halbwegs kreativer YouTuber-Name. Ja gut, erste Empfehlung wäre, sich einen durchschlagfähigeren Namen auszudenken, wenn man auf YouTube was erreichen will. Ja, wie Zwergenfürst. Nee, kleiner Scherz. Also, ja, irgendwas, was halt reinhaut wie Gronk, The Kato Zone, Concrafter. Was fällt mir noch ein? Paluten. Irgendwas, was halt im Ohr bleibt und was halt irgendwie sich einprägt und was halt was Außergewöhnliches, nicht wie The Luigi-Fan. Das ist halt irgendwie, ja, welcher The Luigi-Fan? Wisst ihr, was ich meine? Ist halt ein bisschen, ja, gewöhnlich. Aber gut, starten wir das Video, wie ich ja schon die ganze Zeit drum herum labere. Da geht's los! Hallo Freunde und willkommen zu ein neues Let's Play und zwar Mario Luigi Superstar Saga. Wir fangen sofort an. Ja, Spielbeginn. Okay, Moment mal. Nur mal kurz für mich, wie alt ist der? Der klingt ein bisschen, ich würde sagen, der ist 13, 12, noch drunter. Seine Stimme klingt auf jeden Fall, ich kann mich auch verschätzen, ich bin ein sehr schlechter Schätzer. Ich verschätze mich in allen Sachen, auch von Aussehen her, auch von, ich kann Alter absolut gar nicht schätzen, aber das klingt doch sehr stark nach unter 12, wenn nicht sogar unter 10. Ehre dem Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Königin Marmella sendet euch dies. Ich
will ja nicht sagen, ich verbiete es jüngeren Leuten YouTube zu machen. Aber so, ja, ich bin nicht wirklich ein Fan davon, dass ganz junge Leute YouTube machen. Also, versteht ihr, was ich meine? So 10-Jährige und jünger. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt, Junge. Mit 10 Jahren kannst du noch nicht YouTube machen. Das ist, YouTube ist kein Ort für 10-jährige Jungs oder Mädchen, für 10-jährige Leute. Nein, auf keinen Fall. YouTube ist nicht, das ist, ich weiß, es ist ein bisschen überspitzt, aber vielleicht, ja, wäre ich eigentlich für eine Regel ab 18, dass man einen YouTube-Kanal so erst ab 18 beginnt, weil YouTube ist ein harter Ort, das ist schärfer als Realität, ja. Mal kurz eine Schleichwerbung an die Stelle eingebaut. Ja, es ist härter als die Realität. Es, ja, Kinder sollen nicht zu früh an die graue Realität angeführt werden, finde ich. Und YouTube ist halt irgendwie, ja, nicht die graue Realität, sondern das exakte Schwarzbild von der Realität, um es so zu sagen. YouTube ist schön, YouTube ist toll, als wenn man weiß, wie man es macht, und wenn man es richtig macht, dann kann YouTube ein wunderbarer Ort sein für Creators und für Entwickler von Content. Aber wenn man da sich nicht auskennt und nicht, ich sag mal, geschult in solchen Sachen, dann, ja, dann kann man da ziemlich schnell auf die Fresse fallen, sag ich mal so. Weil, ja, die Community ist hart, die Hater sind hart, die kommen, und wie ich das höre bei dem, er weiß nicht, worauf er sich einlässt, er weiß sowas von gar nicht, worauf er sich einlässt, der Arme. Der wird so Hater abkriegen. Ich gönn's dem gar nicht. Ich will nicht, dass der es mit Hatern zu tun kriegt. Und das wird er. Na, gucken wir das Video weiter. Oh Gott, was passiert da mit Prinzessin Peach? Richtig fantastische Qualität der Videos, also für das erste Video. Hallo. Notfall. Hörst du denn kein Radio? BB Radio. Er spricht noch Mario. Ein bisschen zögerlich und ein bisschen, die Leute. Ich hoffe, euch gefällt dieses LP. Ich liebe dieses Game. Es soll ja bald am 6. Oktober 2017 ein Remake für den 3DS erscheinen. Ich hol's mir. Nanu, da singt doch jemand. Auf jeden Fall. Prinzessin Peach, okay, what the fuck. Wundert euch nicht, ich bin in diesem LP ein bisschen aufgedreht. Aufgedreht? Das ist aufgedreht? Oha. Dann wär's bitte nicht weniger aufgedreht. Ich hab grad gesagt, du klingst ein bisschen schüchtern. Du musst damit rüberkommt. Reinhauen, du musst sagen, hallo Freunde, los geht's, hi. Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladym, zu einem neuen Video. Du musst halt ein bisschen übertreiben, halt, damit es irgendwie rüberkommt. Genauso muss das sein, weil das, du kannst mit einer Kamera, mit einer Vlog-Kamera, mit einem Aufnahmemikro oder was auch immer nicht reden, wie mit einem
Typ, der direkt neben dir sitzt, weil das ist was anderes. Das ist, ich kann es nicht erklären, aber es ist halt irgendwie anders. Das lernt man auch irgendwie und das habe ich auch erst gelernt. Das habe ich mir selbst beigebracht. Ach, was soll es, weiter Video gucken. Der Endboss, nicht was? Oh. Oh, so. Mario. Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Aktionskommandos erklären? Nicht nötig. Ach so, typisch Mario. Entschuldige bitte die Störung. Es wäre besser, wenn ihr mir Tipps geben würdet in den Kommentaren. Das wäre angebrachter. Nicht ich euch, sondern ihr mir. So rum ist es angebracht. Ja, Super Starsaka ist jetzt, das war nicht mein Lieblingsteil. Mein Lieblingsteil ist immer noch Green Team Bros. Aber ist auch ein wunderschönes Mario und Luigi. Mario! Ich spule mal ein bisschen vor, ich mach mal so ein bisschen einen Sprung hier. 5 Minuten 23 hier mal ein bisschen. Klar, 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 klar. Oh yeah, Mario. Ich kann ja nicht alles gucken jetzt hier, die 7 Minuten, das soll jetzt mal ein bisschen. Soll nicht zu lange dauern. Klar. Ein Pilz. Ein Moderationsstil ist lustig. Und wie schon gesagt, erstaunlich besser als ich damals. Also, lass mich dein Mentor sein, Luigi-Fan. Lass mich dein YouTube-Mentor sein. Bitte. Bis du dann innerhalb von 2 Wochen hier mich 2-mal überholt hast. Ja, das kennen wir ja schon. Du hast einen Pilz gefunden. Bist du danach? Ah, du hast meinen Pilz. Danke, vielen, vielen Dank. Ja. Oh, ja, ich bin ja so nett. Oh, danke schön. Übrigens, du gehst doch nach Brunnenland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Ein super Pilz. Und dann hoher Sprungkraft für dein Abenteuer in Brunnenland. Hihihi. Warte, kann man hier. Warte mal. Nee, kann man leider nicht. Ich werde auch in Zukunft werde ich auch Wii-Spiele LPen. Kommt aber ganz später erst, weil ich muss erstmal meinen schönen Gerät wieder anschließen. Der dann nach 2 Wochen 100 Abonnenten und ich hänge selten anderthalb Jahren hier bei 100 fest. Das ist, ich hänge nicht fest, ich habe sie jetzt erst erreicht. Naja. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es eigentlich gut so. Ich finde es in Ordnung. Ja, was heißt gut so? Ich hätte auch gern mehr, aber ich komme zurecht. Du hast ein Dings gefunden. Ja, wow. Ja, das ist es. Du hast mein Dings gefunden. Danke. Das gebe ich dir zum Dank. Ein One-Up-Pilz. Geil. Geil, geil, geil. Mario-Spiel als erstes Let's Play. Finde ich gut. Speichern. Mach das. Vor Platz. So Leute, ich beende diesen Part heute erstmal. Heute Abend kommt Part 2 wahrscheinlich. Was schon heute Abend? Hat er das heute hochgeladen? Tatsächlich, der hat das heute hochgeladen. Also am 17.09. Oder beziehungsweise ja, kommt heute am Part 2. Ich hoffe trotzdem, dass Part 1 euch gefallen hat. Deswegen bis dann und tschüss. So, ja, Video schon vorbei. Die Verabschiedung war ein bisschen kurz. Ist aber auch gut so. Meine Verabschiedung ist viel zu lang. Solltet ihr auch ein bisschen kürzen. Dann kann man sich drüber streiten, ob eine Verabschiedung jetzt kurz oder lang sein muss. Mein erstes Video solltest du dir nicht angucken. Ja, Luigi-Fan. Mach's nicht. Mach's nicht. Guck dir nicht mein erstes Video an. Na doch, mein erstes Video kannst du dir angucken. Das Unboxing, das ist sehr gut geworden. Das ist Oberspitzenklasse.
Aber wenn ich Pokémon Y Part 1, der Umzug. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Nein, nein. Wer? Wer? Und jetzt guckt das. Und jetzt guckt er's. Jetzt gucken alle, die das Video gucken, das. Ja gut, Däumchen nach oben für diesen Part. Lass mich dein, wie heißt das? Mentor sein. Lass mich dein Mentor sein. Ich will dir helfen, will dir Tipps geben. Bloß bitte, lass Eigenwerbung in meinen Kommentaren. Ja, ich habe schon was am Anfang dazu gesagt. Muss nicht sein. Ich unterstütze dich auch so. Ist mega nice. Gib gleich ein Däumchen nach oben von mir unter dem Video. Ja, ansonsten hab du noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehab dich wohl und auch allen anderen Zuschauern. Gehabt euch wohl. Gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Gebt auch seinem Video ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefällt. Also lasst ein Abo bei mir und bei ihm da. Und ja, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl und haut drin. Ciao, ciao.